Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Serbia Leipzig Karrieremodus. Wir sind heute wieder am Start, es gibt viele Spiele, wir wollen vorankommen, wir sind im Dezember 2016 und es gibt eine Menge zu tun und die erste positive Nachricht haben wir direkt mal mit der Vertragsverlängerung von Marvin Kompair. Welche Spiele wir heute haben, zeige ich euch selbstverständlich einmal im Kalender und wir werden einiges vorankommen. Wir haben nämlich erstmal die Transferperiode, dann die Spiele gegen Eintracht Frankfurt und TSG 1899 Hoffenheim. Dann haben wir im Februar die Spiele gegen Dortmund, das wird gespielt, und im Pokal gegen Gladbach, das wird auch gespielt, Hamburg. Nochmal Gladbach in der Liga und den ersten FC Köln. Und eventuell gehen wir sogar noch in den März und spielen da auch noch gegen Augsburg, Wolfsburg und Bremen, damit wir wirklich richtig heftig vorankommen in dieser Episode. Sie wird sehr, sehr knapp geschnitten sein, sehr zügig geschnitten sein, das wird nicht alles gezeigt werden. Aber es hat seinen Grund, dass ich diese Karriere jetzt Richtung Ende bewegen will. So, ersten Transfer haben wir, und zwar Dayot Upamecano, genauso wie in Realität, habt ihr euch gewünscht. Und den holen wir dementsprechend auf. Wir wollen nicht viele Spieler holen, sondern einfach nur unseren Kader nochmal punktuell verstärken. Und das tun wir unter anderem mit dem französischen Innenverteidiger-Talent. Wir haben ihn als Rotationsspieler jetzt erstmal verpflichtet und nochmal. Normalerweise hat er nicht das Rating, um bei uns überhaupt eine Rolle zu spielen mit seinen 61. Aber einfach, weil in Realität ja auch da ist, können wir es mal ausprobieren. So, wir sind im Spiel gegen Frankfurt und wir haben noch einen Transfer, beziehungsweise zwei Transfers im Kommen. Meier verschießt einen Elfmeter gegen Timon Wellenreuther. Forsberg macht 1-0 und wir gewinnen 2-1 durch Tore von Keita und eben Forsberg. Meier hat noch getroffen, aber trotzdem Sieg für uns. Sehr schön, die nächsten drei Punkte. So, da haben wir unsere Spieler. Demarai Gray wird unser Neuzugang werden von Leicester City, wird der Backup für die Flügel werden, haben sich viele von euch gewünscht, deswegen kommt der auch. Und jetzt ist die große Sache, welchen Keeper holen wir? Alban L'Enfant von Toulouse, Yvonne Mvogo von Young Boys Bern oder Ron-Robert Zieler von Leicester. Der günstigste ist tatsächlich der beste. Alban L'Enfant hat zumindest auch das meiste Potenzial und den nehmen wir dementsprechend auch an, weil er so schön jung auch ist. Warum neuer Keeper? Gerade weil ich jetzt so viel simulieren möchte, habe ich das Gefühl, und ich hatte halt auch Geld, deswegen habe ich Geld ausgegeben, und gerade weil ich jetzt so viel simulieren werde, habe ich das Gefühl, dass Wellenreuther nicht reicht, wenn wir oben beibleiben wollen, weil Wellenreuther halt mit seinen 73 doch schon relativ niedrig bewertet ist. Und deswegen L'Enfant, der ist nochmal ein bisschen besser, das sehen wir jetzt auch hier gleich bei seinem Rating. Dementsprechend hat Gulaschi bei uns halt auch auf der Bank überhaupt keine Perspektive mehr, aber naja, L'Enfant 76, Gray hat momentan ja, noch 72, glaube ich. Genau, Burke packen wir auf die Bank, beziehungsweise in die Reserve rein. Liegt daran, dass wir den ja verleihen wollen. Upamecano hat übrigens 61, habe ich ja schon gezeigt. Ist aber vielversprechend, das heißt, den werden wir auch trainieren auf jeden Fall. Ach Mensch, guck mal in Hannover 96, Leipzig, Burke aus. Übrigens, unser übernächster Gegner Dortmund hat Marco Reus an Man United verkauft, der unzufrieden war. Und wir haben Jugendscout-Bericht, die letzten waren gar nicht so schlecht. Und der ist jetzt, nach dem, was ich hier wieder sehe, ziemlich kacke. Abgesehen von Clemens Schuster, den kann man eventuell nochmal mitnehmen. Wir sind momentan Fünfter. Letztens hat Hoffenheim gegen Augsburg gewonnen, gegen Bremen unentschieden gespielt, gegen Dortmund unentschieden gespielt, sind also im Aufwärtstrend. Wagner, Kramaric, die beiden Top-Torjäger vorne drin, aber wir haben auch mit Werner und Paulsen eine starke Offensive. Papadopoulos bekommt Gelb. Erstes Spiel von L'Enfant in der neuen Liga. Mal sehen, wie der sich zurechtfinden wird. Nicht so gut. Wagner macht das 1-0. Wir dürfen hier im Idealfall nicht verlieren. Das wäre schlecht, aber wir verlieren 1-0. Coltorti wollte keiner haben, aber wir haben da Marian Stuttgart verkauft, dazu noch Redemann verliehen, und für Selke kam noch ein Angebot von Leverkusen, das haben wir aber nicht angenommen. Trainingsverletzung, handelt sich dabei um Felix Passlack, der fällt für 12 Tage aus, das ist noch in Ordnung. Nebenbei bemerkt, RB Leipzig ist gerade mal wieder im Kommen gegen Frankfurt, sie spielen nämlich jetzt gerade, wo ich dieses Video aufnehme, und es gab bereits nach 3 Minuten Rot für Radetzky. Läuft. Borussia Dortmund, der Signal Iduna Park, und wir sind zu Gast und wollen 3 Punkte mitnehmen. Währenddessen führt Frankfurt mittlerweile, Leipzig mittlerweile gegen Frankfurt nach 6 Minuten. Erst der Torwart raus und jetzt das 1-0 durch Kompair, der bei uns übrigens nicht spielt, aber wir spielen dafür unter anderem auf der 6 mit Lewicki anstelle von, ich glaube, Demme ist dafür nicht mit von der Partie. Ich denke mal trotzdem, dass es sonst keine Änderungen gibt. Bei Dortmund wird es auch keine Überraschung geben, wir gehen direkt rein. Toll, jetzt habe ich kurz mal einhändig gespielt und direkt liegen wir hinten durch André Schürrle. Musste den Ton noch ausstellen und deswegen fällt das Gegentor. Toller Start. Kontergelegenheit über Paulsen, Kontergelegenheit über Paulsen, Kontergelegenheit über Paulsen. Wir legen ihn mal quer und der kommt nicht an. Ja, also wir sind momentan wieder ein bisschen mehr am Drücker, beziehungsweise sind besser in die Partie reingekommen. Von Dortmund kommt ehrlich gesagt offensiv gar nichts, aber die müssen ja auch nichts machen, weil die führen ja bereits mit 1-0. Ich rede übrigens gerade so schnell, weil ich Bock drauf habe. Und ich denke mal, ihr versteht es, und es ist auch nicht so wichtig, weil es ist auch jetzt nicht so viel Inhalt in dieser Aussage, in diesen Aussagen. Kyrgiakos Papadopoulos, oh, das war ganz komisch von Keita, aber okay. Und jetzt Paulsen, und jetzt steckt der durch auf Timo Werner. So, zack, schneller als Bender. Timo Werner, Fußballgott, Timo. Oh, Werner, den muss er machen. Das ist schön gespielt und ich darf Paulsen nicht steuern, ansonsten wäre das wahrscheinlich hier der Ausgleich gewesen. Heieiei, ganz, ganz eklige Situation da für die Defensive des BVB. Wir sind momentan echt sehr am Drücker, hatten gerade eine kleine Eckenstaffette, aus der aber leider nichts geworden ist. Und jetzt können sie sich befreien aufgrund des Fehlpasses von Oskar Lewicki.
Schön gespielt, Paulsen, das gibt's nicht, es sind aber Elfmeter. Auch in Ordnung. Das Paul von Piszczek, er hat zwar den Ball auch gespielt, aber vorher Paulsen und damit unsere Chance. Oh, was war das denn? Oh, okay, Halstenberg mit dem Tor. Ich habe versehentlich den linken Stick reingedrückt, weil ich die Hilfe ausmachen wollte. Und dann passiert sowas. Egal, der Ausgleichstreffer, Halstenberg, unser bester Elfmeterschütze, macht das Tor. Ganz, ganz verplante Situation hier, aber Birki sowieso in der falschen Ecke, von daher passt es. Sehr gut. Okay, damit der Schönmöhre raus auf Forsberg und der zurück auf Keita. Das wäre es jetzt gewesen, hätten die beiden im Zusammenspiel das Tor gemacht. Nach der ersten guten Aktion von unserem Guineaner. Und jetzt Dembélé gegen Halstenberg, den Torschützen. Ja, ich kann sie da durchsetzen. Kennen wir ja von ihm. Konterfußball von RB. Paulsen auf dem Weg gegen Bender. Ist er schnell genug, unser Däne? Da kommt er an sich spielend leicht vorbei. In 16er kommt er auch. Ball in den Rückraum. Da steht Naby Keita. Der hat in Realität getroffen. Gegen den BVB. Im Hinspiel allerdings. Im Rückspiel, das gab es ja noch nicht. Ecke von Sabitzer kommt rein. Papadopoulos aber der Ball in den Armen von Birki. Oh, kein Elfmeter, okay. Da hätte ich ehrlich gesagt mit gerechnet. Wir haben jetzt mittlerweile Gray eingewechselt, der hier erstmal so richtig in Aktion ist gegen Piszczek und gleich mal vorbeistürmt, sich den Ball dann aber zu weit vorlegt und nochmal wiederholt. Sehr, sehr schön und dann im Seitenaus. Sehr schade. An sich bisher eine sehr ausgeglichene zweite Halbzeit, definitiv. Eine Sache noch, ich habe jetzt gerade Rashica eingewechselt und zwar auf der rechten Seite für Sabitzer. Bitte, Freunde, bitte, bitte, bitte. Nur weil ich den mal ein bisschen kritisiere, heißt es nicht gleich, dass man mich beleidigen muss. Das ist halt so, oh Gott, als ob ich wieder eine ganze Nation beleidigt hätte damit. Oh, da vorne nochmal mit einer richtig guten Parade hier kurz vor Schluss der Partie. Dembélé bringt nochmal eine Ecke rein. Wir sind in der Nachspielzeit. Wir können eventuell nochmal kontern oder einfach unglaubliches Glück haben. Alter Schwede, Sokratis fast mit dem Tor. So, Feierabend. Junge. Das war mal eine aufregende Partie. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe ein bisschen Glück insofern gehabt, dass wir jetzt in der 90 wieder das Tor kassiert haben. Aber ein Punkt im Signal Iduna Park ist definitiv in Ordnung. Tore in der vierten Minute oder so durch Schürrle und dann durch Halstenberg per Elfmeter. Können wir mit leben. Weiter geht's in die nächsten Spiele. DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach in der Red Bull Arena, ausverkauftes Haus Sanderson Park in FIFA, sieht ähnlich aus und wir sind sehr motiviert, hier heute weiterzukommen, Kommentatoren, ich hoffe, ich hatte sie ausgeschaltet, Czapowski und noch ein Pole. Warum? Es ist egal. Gott sei Dank hatte ich sie ausgeschaltet. Wir spielen so ein bisschen mit BF, unter anderem Rashica. Dazu haben wir in der Innenverteidigung Upamecano mit seinem Debüt für uns und Compare dazu. Davy Selke spielt vorne neben Timo Werner, der hier fast jetzt erstmal an den Ball kommt. Ich glaube, Gray steht auch in der Startelf, bin mir gerade gar nicht sicher. Henrichs in der Verteidigung auf A6 spielen, Keita und Diego Demme und Forsberg macht fast das 1:0. Besser hätte es nicht starten können. Oh, wunderschön gespielt von Keita auf Selke. Das wäre wohl die erste richtig dicke Chance gewesen. Leider ist Jan Sommer da. Und eigentlich kommentieren wir in diesem Spiel nur die Tore. Aber ich war mir relativ sicher, dass das hier eins wird. Deswegen lassen wir es drin einfach mal, weil die Szene sehr schön gespielt war. Und eventuell machen wir ja jetzt noch das Tor aus dieser Situation irgendwie. Das ist Naby Keita, der mit dem Fake-Shot im 16er. Das sieht sehr gut aus. Keita und Sommer. Zwei dicke Chancen. Jetzt kann man die Szene auch drin lassen. Oh, das hätte das 1:0 sein müssen. Ich will ja nur Highlights reinnehmen, aber das muss einfach die Führung sein. Also besser kannst du es kaum spielen. Traumhaft. Werner, bitte. Oh, Mann. Ich mach's auch einfach zu kompliziert. Normalerweise muss es hier mittlerweile 1:0 stehen. Wir sind so überlegen. Gladbach hat bisher nicht eine einzige Chance gehabt. Die war nicht mal in der Nähe unseres Tores. Aber wir kriegen den Ball halt nicht in die Bude rein, beziehungsweise machen es zu kompliziert. Jetzt Selke zurück auf Forsberg, der zurück auf Compare, der mal raus auf Henrichs. Henrichs, das sieht gut aus im 16er, wird leider Gottes erstmal nicht gefoult. Gehen wir nochmal schön eine Schleife außen rum. Timo Werner, da steht Forsberg vor. Ah. Rashica, jawohl, ich wusste, es würde sich auszahlen, dem nochmal Chancen zu geben. Wunderbar, wir machen das 1:0 durch unseren Kosovo-Albaner. Ich weiß nicht, auf jeden Fall kommt er aus dem Kosovo. Schön gespielt von Selke. Und dann zieht er einfach mal ab und dann macht er endlich das Tor. Das war ganz, ganz wichtig in der Situation und vor allem ganz, ganz schön. Setzt sich hier gut durch. Ich hätte vielleicht auch selbst mit Selke gehen können, aber dann lege ich lieber ab und dann Krawutz drin das Ding. Herrlich.
Timo Werner, 2:0, Vorentscheidung, 75. Schön gespielt von Demme. Und Werner ist da und macht die Bude. Der beste Mann auf dem Platz ist definitiv Upamecano. Der ist defensiv so eine absolute Bank. Aber offensiv ist das eine absolute Meisterleistung von unserem ganzen Team. Ich glaube, dass es Demme war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die 31 müsste ja sein. Und Werner mit links, Sommer chancenlos. Einfach zu kurz. Und dann passt es. 2:0. Gray mit seiner ersten Aktion, der Lauf durch die komplette Defensive, durch die komplette Hälfte von Borussia Mönchengladbach und am Ende der Verwertungsstätte steht Naby Keita, weil Christensen ihm den Ball zugerätscht und es steht 3:0, endgültige Entscheidung. Richtig gut. Alter, fast noch das 4:0, also wir hauen die hier aus dem Pokal, die hatten keine, also doch eine Chance hatten sie durch Christoph Kramer, die habe ich jetzt nicht hier mit reingenommen, weil eigentlich wollte ich ja nur die größten Highlights zeigen. Aber die sind sonst wirklich, also wie in Realität, Gladbach erschreckend schwach, hätte ich viel, viel stärker gesehen. Spricht natürlich auch dafür, dass wir das Spiel gleich simulieren werden, damit wir ein bisschen Realismus reinbekommen, weil wir können nicht jedes Spiel 3:0 gewinnen. Auch wenn wir gerade gegen Dortmund nur 1:1 gespielt haben, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt haben wir hier nochmal Gray und der kann nochmal beschleunigen. Ist ein unglaublich schneller Spieler, es macht mega Spaß, mit dem zu spielen. Die Flanke ist aber richtig scheiße. Müsste aber trotzdem gleich vorbei sein, das Spiel. Und so ist es. Wir gewinnen also mit 3:0, sind in der nächsten Runde des Pokals und das auch hochverdient, weil wir waren das einzige Team, was offensiv irgendwas gezeigt hat. Wir haben die Chancen genutzt, wir hatten die Chancen und im Endeffekt haben wir die 3 Tore gemacht. Ein bisschen zu wenig eigentlich, wenn man mal die Chancen sieht, die wir hatten und die ihr vor allem auch nicht gesehen habt alle. Aber nichtsdestotrotz sehr schön, dass Keita getroffen hat. Natürlich auch sehr herrlich, dass Gray direkt in seinem zweiten Spiel mit Einwechslung getroffen hat. Und vor allem beeindruckt bin ich von unserem Innenverteidiger. Und von daher kann man mit Upamecano, denke ich mal, auch für die Zukunft weiter planen. Wir gehen zurück, 3:0 Sieg. Ein bisschen BF gegen den Zweiten der Liga, gegen den Hamburger SV, zuletzt gegen Leverkusen verloren, trotzdem Tabellenplatz Nummer 2, Sabitzer, Paulsen, Gray, Lazaro bilden unsere Offensive, Kaiser und Lewicki auf der 6, Halstenberg, Papadopoulos auch beim Pastak und davor in der Defensive und das liegt vor allem daran, dass wir natürlich im Pokal gespielt haben und da ein bisschen Körner gelassen haben, bisher noch 0:0 und wir spielen 1:1, damit kann ich leben, Halstenberg verletzt sich, aber das ist nicht so schön, Gott sei Dank haben wir Henrichs im Notfall. Und während Werner das 2:0 macht, haben wir mit Ludovic Dufresne oder irgendwie sowas in der Richtung einen richtig geilen französischen Nachwuchsspieler. Müssen aber irgendwie rauswerfen und ich nehme mal stark an, dass das der mit dem niedrigsten Potenzial sein wird. Und das ist Michael Weber. Tschüss. Ich werde Lazaro und Papadopoulos enttäuschen, die wollen beide spielen, tun es aber nicht. Upamecano in der Innenverteidigung, mal als Test, wie das in der Simulation so läuft. Wir spielen vorne mit Forsberg. So viel zum Thema Upamecano. Wir brauchen Henrichs übrigens, weil Halstenberg 4 Monate ausfällt. Naja, das ist nicht so schön, aber noch viel weniger schön ist, dass Upamecano sich jetzt verletzt hat, weil den fand ich gerade so sympathisch in der Partie. Und ich dachte, aus dem können wir jetzt richtig was rauszaubern. Rashica kommt für Paulsen, Lewicki für Demme, dann haben wir unsere Wechselmöglichkeiten erschöpft. Simakala kommt für Hahn und wir spielen anscheinend 0:0. Aber auswärts in Gladbach ist das okay. Hertha gewinnt gegen Bayern währenddessen. Oha. Ach, das Wochenfeld aus. Oh, das ist natürlich richtig bitter. Und beide sind enttäuscht von der Aufstellung. Muss ich aber nun mal mit leben. Ich hatte Upamecano, glaube ich, nicht im Training, ne? Gott sei Dank, immerhin das. So, ab gegen den FC Köln. Die haben zuletzt gegen Wolfsburg, Freiburg und Schalke jeweils mit einem Torunterschied verloren. Mal sehen, wie es mit uns läuft. Jetzt Papadopoulos spielt wieder für eben Upamecano in der Verteidigung. Vorne Werner, Paulsen, Forsberg, Sabitzer. Also nichts großartig verändert sonst. Bisher noch nichts passiert. Und dann Werner mit dem 1:0. Rudnevs mit dem 1:1. Das ist natürlich nicht so schön. Und es bleibt beim Unentschieden. Ach, Mann. Augsburg gegen Leipzig. Darmstadt haben sie verloren. Leverkusen unentschieden. Mainz haben sie auch verloren. Finn Bogason und Altintop vorne drin. Und wir führen durch Forsberg recht früh in der Partie. Papadopoulos und Henrichs ja, sind unsere Defensive mit Klostermann und Orban. Also die gleiche Elf wie zuletzt. Und wir gewinnen 2:1. Werner trifft noch. Schmid macht zwischenzeitlich den Ausgleich. Aber das sieht doch wieder mal besser aus. Mal sehen, wie es jetzt in der Tabelle aussieht. Also wir sind Sechster und das ist natürlich nicht so geil, aber auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Kann ich mit leben. Training sieht okay aus auf jeden Fall. Und jetzt geht's in der nächsten Partie gegen den VfL Wolfsburg. Das ist auch nochmal ein schwierigerer Gegner. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir das wuppen können. Wir haben hier gegen oder ein Angebot von Venezuela oder gegen Venezuela haben wir uns entschieden, je nachdem, was formulieren möchte. Unsere Elf werden wir, glaube ich, nicht verändern. Ich sehe da momentan keinen wirklich großen Grund, weil die alle so spielen, wie sie spielen sollen. Und wir haben auch die Besten auf den jeweiligen Positionen aufgestellt. Wir könnten Compare in Innenverteidigung stellen für Papadopoulos, weil ich Papadopoulos hier von der Form her nicht so toll finde. Aber das Rating sind halt 5 Unterschied, deswegen lassen wir das besser und schauen jetzt mal, wie das gegen den VfL werden wird. Ich weiß gar nicht, wo die stehen, aber die haben zuletzt gegen Bremen und Dortmund verloren, gegen Mainz gewonnen. Wir spielen zu Hause. Normalerweise sollte das eine relativ gute
gute Ausgangslage für uns sein. Vor allem, weil wir mit dieser Elf in den letzten Spielen relativ überzeugend gespielt haben. Vorne Gomez, Draxler, Ricardo, Vierinha. Wir gehen durch Werner in Führung. Vierinha macht einen Ausgleich. Aber die stehen hinten unter anderem mit Wollscheid und Brummer natürlich relativ langsam eigentlich da. Und wir mit unseren Jungs relativ schnell. 2:2 geht's aus. Damit bin ich wieder nicht so zufrieden. Und wir sind auch noch Siebter. Das heißt, wir sind aus den UEFA-Cup-Plätzen raus, was natürlich relativ scheiße. UEFA-Cup, sagt er. UEFA-Cup, ja. Genau, UEFA-Cup. Unser nächster Monat wird auch echt noch recht vollgepackt werden, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, aber ich freue mich drauf. Diese Episode ist jetzt kurz vorm Ende. Wir haben nochmal Scouting-Berichte, aber die aus Deutschland sind allgemein richtig, richtig schlecht, muss ich sagen. Da ist bisher kein Spieler dabei gewesen, der mich überzeugt hat. Die aus Polen werden irgendwie immer besser, aber der hat so ein niedriges Potenzial. Den werde ich mal weiter beobachten. Das überrascht mich irgendwie ein bisschen. Ja, bei ihm werde ich auch mal beobachten noch weiter. Ich kann momentan sowieso keinen reinnehmen, aber weil meine Jugendmannschaft zu voll ist. Aber momentan sieht es in Polen echt ganz gut aus. Beziehungsweise, nee, ist ja Frankreich. Und damit auf in die letzte Partie für diese Episode. 0:4 hat Bremen gegen Bayer auf den Sack bekommen. Davor aber gegen Wolfsburg und Darmstadt gewonnen. Und im Weserstadion sind die bekanntlich stark. Aber Werner ist momentan in Topform. Der trifft, wie er möchte. Und damit führen wir nach 3 Minuten schon. Wir müssen jetzt nur defensiv aufpassen, weil da standen wir die letzten Partien nicht so gut. Und auch hier wieder nicht keins trifft. Und wir spielen wieder ein Unentschieden. Meine Güte nochmal. Das geht einfach nicht. Somit sind wir nur noch Achter. Wir rutschen immer weiter ab und das kann einfach nicht sein. Wir verlieren nicht. Wir haben bisher nur 5 Niederlagen. Das sind die wenigsten oder die zweitwenigsten aus den Top, aus der ganzen Liga. Aber trotzdem haben wir 11 Unentschieden und damit die meisten aus der ganzen Liga. Mit 4 anderen Teams noch. Aber trotzdem, also weiß ich nicht. Da muss auf jeden Fall in der nächsten Episode oder in der nächsten Episode mal wieder mehr gewonnen werden. Aber gut, so bleibt es zumindest realistisch. Halbwegs. Ja, wenn man realistisch sieht, dass Leipzig momentan in der Realität halt eben Zweiter ist und alles auseinandernimmt. Aber vielleicht klappt es ja, dass wir zumindest so halbwegs, an einen Aufsteiger rankommen hier in FIFA. Ich bin mal gespannt, was ihr von dieser Episode gehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, wie viel das bedeutet. Und gleich vor allem das Like-Dislike-Verhältnis so ein bisschen aus. Das haben wir immer das Problem im RB Leipzig Karrieremodus. Wir sind relativ weit fortgeschritten. Ich denke mal zwei Episoden ja noch wird es geben und dann wird diese Karriere auch erstmal abgeschlossen sein. Warum werdet ihr sehen? Es wird auf jeden Fall einen interessanten neuen Karrieremodus geben, beziehungsweise sogar 2. Und da wird auch so ein bisschen Nostalgie mitspielen und ich denke mal, das wird ziemlich, ziemlich cool werden. Außerdem wird es nächsten Monat ein Experiment geben und ich werde euch hier mal eine Abstimmung machen. Und ihr könnt ja einfach mal in dieser Abstimmung, beziehungsweise in dieser Abstimmung entscheiden, werdet ihr den RB Leipzig Karrieremodus vermissen? Oder sagt ihr, nee, komm, kannst du weghauen? Oder sagt ihr, ja, wir müssen ihn, aber setzen ihn lieber eventuell nochmal zum Ende des Jahres fort. Und ja, bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Das war's von dieser Episode. Checkt die Links in der Beschreibung, IGVolt, Instagram, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.